Arrivaru und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ranked mit Rex, und wir steigen auch direkt im nächsten Fight unseres Triple Hustle Team Marathons ein, den wir immer noch versuchen, jetzt aus dem Ultra Ball Tier in das Master Ball Tier zu kommen. Uns fehlen vielleicht noch 3 Siege, denke ich. Vielleicht kriegen wir das in der Episode hin. Es wäre wünschenswert. Gegen Juanma vielleicht? Gegen ein Team, was wir im Endeffekt vorhin schon in der indischen Konstellation bekämpft haben. Allerdings glaube ich mit einem Lotik. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt angehen. Es könnte halt wieder ein Matchup machen, Flapple sein, wobei ich Dracozolt hier eher sehe. Der Intimidate nervt halt nur immer. Das muss man halt klar so sagen. Aber wir müssen halt das Lapras daran hindern, den... Ja, komm. Das Ding ist, meistens... Machen wir, der Pelipper sieht hier wirklich gut aus. Muss ich zugeben. Vor allem fürs Late Game. Dann ist die Frage, bringen wir noch Flapple mit? Oder Duran? Und Duran sieht halt immer gut aus. Flapple hätte hier teilweise was gemacht, aber so wirklich dann auch nie. Flapple ist immer so ein Ding, gegen Sand super, hol ich den sofort. Ergibt sich manchmal, aber gegen das. Wenn so ziemlich an jeder Ecke eine Gefahr droht, ist Flapple halt echt schwierig zu spielen. Ja, will halt wissen, was ich für Items hat, ne? So, der ist mein Dustlop, Eviolite und Scoplands, wenig überraschend, Frisk, Thorfest. So. Ja, wir wissen schon mal, dass er langsamer ist, das kann aber auch Speedtie sein. Ich glaube eher an Speedtie. Hatte der einen Bodenmon dabei? Hat er? Nee. Also eigentlich sind wir relativ safe, wenn wir Board bieten. Und das werde ich tatsächlich auch pullen. Und vor mit Helping Hand. Die Frage. Dynamaxer ist halt die Frage und killt uns das. Könnt natürlich auch Ally switchen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich pull den Ally Switch, das ist mir das safeste Play. Mit der Trick Room drückt bin ich auch fein mit. Okay, ich bin schneller. Das dürfte zum Kill reichen. Easy peasy. Das sind so Sachen. Wenn du deine Speed-Tierings kennst, ist alles cool. Wir wussten ja vorhin, dass wir schneller als ein uninvestes Melodic und sowas sind. Macht halt viel Schaden, Nightshade. Nightshade ist schon geil. Ich hätte auch gern Nightshade auf meinen Dustlops, aber es passt leider nicht mehr drauf. Der ist halt wirklich Full-On-Support. Was wir auch wissen, ist das ein Helping Hand. Warpbeak reicht, um das Lapras zu killen. Die Frage ist... Callen wir den Ally Switch? Callen wir den? Ich sage ja, wir tun es. Oh! Okay. Trick Room kann man nicht verhindern, leider. Holy shit! Alter, Alter. Okay, wir haben jetzt mit Helping Hand Boltbeak einfach 2 Kills in Folge geholt. Und haben einen richtigen Play gemacht. Das ist unfassbar. Weil jetzt, was will man. Also, das Ding ist, der kann uns nicht mehr aufhalten. Der kann uns nicht mehr aufhalten. Nee. Also er kann natürlich jetzt Dynamaxen mit Conkeldurr oder hier einen Mark Punch reinfallen, aber ich bin mir wirklich sicher, eine Helping Hand, Bulkbeat gereicht, weil wir hatten vor uns Dynamax Move und Bulkbeat ist stärker als der Dynamax Move und haben es knapp nicht gekillt. Das heißt, außer er macht jetzt Max Guard.
Das kann natürlich sein. Und drückt Ice Punch oder sowas. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir es jetzt killen. Es wäre sehr seltsam, wenn ich in Jash bin. Ja. Okay. Okay. Das ist Draco Zolls Folge. Das ist Draco Zolls Folge. 100%. Der Boy hat einfach Bock. Genau. Den Ice Punch habe ich nämlich gedacht. Er killt uns natürlich nicht, aber freeze uns, oder? Nee. Könnte natürlich der Mark Punch kommen. Den wir natürlich jetzt schön umspielen. Mit. Aber dann ist es schon gemoved. Das heißt, es bringt uns eigentlich auch nicht mehr. Ach, ist egal, wir machen es trotzdem. Ob wir Draco Zolt verlieren oder nicht, macht ja uns nichts aus. Ich denke, jetzt pullt er den Mark Punch. Ins Leere hoffentlich. Ne, macht er nicht. Okay, wir müssen. Ja, ist fein. Ist vollkommen fein. Wir machen aber Breaking Swipe, dann pullen wir ihn ein bisschen runter, drücken Gravity und gut ist. Treffen wir den mal, genau. War aber auch ganz gut Schaden, Alter. Meine Herren. Okay. Brain Punch. Ist okay. Wir brauchen den nicht mehr. Komm, ich meine, hallo. Der macht halt jetzt so ziemlich nichts mehr gegen uns. Wir pullen jetzt die Gravity nochmal raus. Und wisst ihr was? Ich finde, Pelipper hat so ein bisschen seinen Auftritt mal verdient. Nee, das ist notwendig wäre, aber. Außer er würde jetzt pullen, dass wir einen Eject-Button haben. Dann wäre er der King. Aber komm, das war Draco Zolls Folge. Ich meine, er hat das Team eigentlich im Alleingang gesweept. Hätte ich keine Angst vor Mark Punch gehabt, hätte ich auch Helping Hand Boltwig drücken können. Hätten rausgenommen. Es ist eigentlich notwendig und wahrscheinlich ist das auch ein Swordfest Conkeldurr. Aber naja, komm. Was soll der Geiz, ne? Helping Hand, Hurricane und tschüss. Nice. Nice, Mann. Das ist echt der Helping Hand auf das Klops ist, finde ich, so der Move, der das Team so ein bisschen steigen lässt, weil sonst würden wir häufig Kills missen. Wir haben so vor uns gesehen mit Helping Hand Psychic von Indeedee, nimmt halt einen Dragapult raus. Das macht schon was. Und das Team, finde ich, kann schon was. Wenn wir nicht immer überrascht werden von lustigen Matchups. Mal sehen, ob wir jetzt als nächstes wieder so ein lustiges Matchup haben. Oder uns der Server im Stich lässt. Wir brauchen zwei Siege. Zwei Siege noch. Und dann sind wir im Master Ball. I'm pretty sure about that. So let us reach us this goal together. So, Genki Dama Hände in die Höhe. Los. So, und das ist jetzt für mich so ein Flapple-Matchup, to be fair. Das sage ich gleich mal so, wie es ist, weil Sand ist eigentlich Flapple. Flapple ist, das ist Flapples Ding. Wie die Dance. Wir müssen trotzdem tierisch aufpassen, wie ich das pull. Ich finde Pelipper ist hier super. Und unfassbar Druck. Musst aber tierisch aufpassen, gegen was du rennst. Weil so ziemlich alles auch Flapple Pressure. Eigentlich wäre hier Draco zwar besser. Der hat aber wiederum ein schlechtes Matchup gegen Tyranitar und gegen Excadrill. Intimidate hat er halt auch noch dabei. Eigentlich ist Rant hier auch wieder ganz gut. Ich pull den Durant, Dustloss Lead mit Pelipper in the back und Flapple. Wir machen das so. Das ist hier so ja und nein. Indeedee macht hier auch ja und nein Sachen. Ja, wir machen das so. Irgendwie alle Mons können sie carryen, aber das ist so ein Matchup für Flapple, finde ich. Und Double Hustle bringen wir immer mit, haben wir gesagt, Minimum. Und das bringen wir jetzt gerade. Und dadurch, dass wir jetzt Pelipper offensiver gestaltet haben, können wir es halt auch mal neben Dustlops pullen. Das ist gar nicht so schlimm. Gefällt mir das gut, okay. Indeedee wäre jetzt auch geil gewesen, muss ich zugeben. Jetzt habe ich natürlich das erste Item verpasst, was das genau ist.
Die Frage ist, wird er gleich in den Dynamax-Mode gehen? Ich glaube, dafür, das macht er ja mit Lapras, oder? Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Mal das Max Steel Spike in den Slot. Und Ally Switch. Weil er müsste ja sowas wie Max Flare oder sowas in Durant pullen. Mal machen. Juckt mich nie, Heatwave bekommt er halt nie durch. Er könnte natürlich Screens setzen mit Pult oder auch selber Ally Switch mit Pult und Heatwaven. Wobei ich glaube tatsächlich, dass wir die Heatwave überleben in Dynamax Mode von einem Togekiss, aber Max Flare wiederum nie. Das ist Draga Pult. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil ich weiß, dass Max Ghost killt uns nie. Denkt aber natürlich unsere Death Max Drake Bums senkt halt unseren Angriff. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also das Togekiss wegzubekommen wäre tatsächlich für Flapple geil. Nicht nur das. Wir brauchen tatsächlich auch den Kill gegen Dragapult. Den können wir durchaus mit Iron, mit Sucker Punch erreichen. Es hängt jetzt wirklich davon ab, was es für ein Set ist. Bin mir da nie so sicher, was jetzt kommt. Vielleicht der Heatwave und Max Drake. Max Phantasm. Okay, auf Durant. Müssen wir halbwegs gut wegstecken. Ach, so viel Schaden. Alter Verwalter. Okay. Der Fell. Der Fell. Life Orb. Okay, das ist nur das natürlich. Das müssten wir selbst mit Barbieri eigentlich rausnehmen. Ja. Gute ist, wir können halt Max Garden. Wir müssen halt jetzt wissen, was rauskommt. Wir wissen, er kann nicht mehr Lapras seine Maxen. Das ist wichtig. Er hat keinen Follow-Me-Support mehr. Ist genauso wichtig. Wir können, wie gesagt, Max Garden. Das ist gut. Und wir haben unsere Death erhöht. Was gut ist, weil wir dann überleben mit Durant auch einen Max Phantasm. Hat keine Redirection mehr. Und ein Max Guard zum Protect zu nehmen, halte ich gar nicht für so übel. Jetzt kommt der Intimidate natürlich. Ich finde tatsächlich, der Trick Room sieht hier gut aus. Not gonna lie, die Frage ist, ob sowas wie White Guard. Ich wäre auf jeden Fall Trick Room. 100%. Und Max Guard. 100%. Im Zweifel wechsle ich dann auch Durant nochmal raus gegen Dragapult. Wir müssen dann hier ein bisschen eine speziellere Strat fahren. Ja, sieht okay aus. So, Trick Room. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal in Ally Switch gehen und hoffe, dass er jetzt nicht Close Combat drückt. Ja, ich muss es halt leider so pullen. Ich muss es so pullen. Ich meine, wir sind zwar minus 1, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Ding ist, wir kommen, wenn der Close Combat jetzt in Dust Clops geht, wäre das Bombe. Aber ich vermute, das Glück haben wir nicht. Wenn er einen guten Read macht, dann geht er in Durant. Oh. Thank you very much. So. Okay, nehmen wir natürlich nicht raus. Er wird, denke ich, jetzt in Max Phantasm in. Oder Max Draco. In irgendwas pullen. Max Phantasm in. Durant. Ist aber fein. Um ehrlich zu sein. Wir haben es so hart angechippt. Dass Flapple das glaube ich auch so klären kann mit Gravity. Also muss nicht mal mit Gravity sein, ne? Ich könnte tatsächlich auch jetzt einfach Pelipper reinholen und Flapple für später aufbewahren. Und ich mache das jetzt auch mal. Bei Pelipper mit Hurricane hat Dragapult drauf. Das ist halt so wie. Und natürlich auch Hitmontop, also der Pressure halt, das ist alles irgendwie sehr hart. Also
Also es sieht erstmal ganz gut aus. Wir müssen jetzt hier konsistent bleiben. Rain und Trick Room. Der Trick Room Pull hilft uns hier sehr. Er hat halt noch... Ah, was hat er denn noch dabei? Wahrscheinlich Titan, ne? Wobei, wenn wir jetzt Gravity pullen, dann treffen wir den Hurricane trotzdem. Ja, wir haben noch keine Gravity draußen, oder? Nee, natürlich nicht. Gravity. Also wenn jetzt, außer das Hip und Top hat im krassesten Special-Fall, Thunder Punch. Warum ohne? Das Ding ist, Ally switchen kann er gern, juckt mich nicht. Ich denke, eine Hurricane müsste reichen, um das Dragon Pulse rauszuholen. Oder Tita rein. Genau. Weil er denkt, okay, dann trifft ja der Hurricane, ne? I'm sorry about that. Hauptsache, er macht es einen Sucker Punch. Okay. I'm fine. I'm totally fine. So. Gravity. So, ich habe eh kein Stash drauf, deswegen juckt mich das nicht so sehr, wie man das vielleicht denken würde. Ich will Flapple jetzt eigentlich hier reinholen, das macht keinen Sinn. Ich weiß halt nie, wie schnell ich im Vergleich zu Tita bin. Das ist so das einzige Problem. Weil dann ist der Eject-Button halt aktiviert, ne? Schwierig. Ja, was soll ich denn machen, ne? Ich kann jetzt nur helping handen, ehrlich gesagt. Ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich... Okay, ich bin der Langsamste. Na, Glück gehabt. Ich hoffe jetzt auch, dass der Rock Slide mich nie killt. Thank you. Das ist super. Deswegen ist der Sash of Pelipper einfach waste. Pelipper ist halt auch von Natur aus schon relativ defensive bulky. Dass du den halt easy so pullen kannst. Gravity ist noch draußen. Ich glaube, ich will tatsächlich die Sonne zurückhaben. Die Sonne, den... Regen, oder? Ist eigentlich egal. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Match, weil der Fakeout halt kommt. Trick Room ist noch eine Runde da. Bild 3. Ich kann halt wenig dagegen tun, dass er mich jetzt fakeoutet. Rock Slide spammt. Und ich brauche tatsächlich Pelipper. Das ist schade. Also ist das Leben. Ja, geht halt safe in Flapple, kennen wir. Ja, spam den halt, ne? Und das Level macht es halt trotzdem gut schon. Oh. Au. Ach du Scheiße, ey. Okay. Das Ding ist, hat der Mag Punch. Wisst du was? Das bringt uns ja nichts. Ich drücke jetzt Elia Switch. Und Graph Apple und hoffe, dass das Ding kein Protect kann. Aber der hat Protect. Insofern killt uns wahrscheinlich der. Nee. Ich hoffe einfach, dass wir es rausnehmen, ehrlich gesagt. Warum trifft uns nicht? Sehr gut. Durch Gravity 1000. Also das Ding ist, dass halt uns. Ah, Scheiße.
Scheiße. Der Sandstorm killt uns. Oh, verdammt. Das hätten wir so gewinnen können. Das hätten wir so gewinnen können. Jetzt gewinnen wir es halt nicht mehr. Ah, so ein Sackgang. Ich wusste halt, dass er eine Prio hat. Das Problem ist halt, dass das T-Tau scheinbar ja auch eher auf einer langsamen Route ist. Insofern können wir das halt nicht mehr gewinnen, weil Vaku, Wave und Rockslide nimmt das halt jetzt raus, ne? Leider. Krass, dass wir die Vakuum-Wave tatsächlich überlebt haben. Auch gut zu wissen. Schade. Schade, schade. Und wieder mal ein Loss. Aber ein Closer. Das hätte auch anders ausgehen können. Hätte ich ein bisschen besser einschätzen können, wie schnell das gegnerische Team ist. Das ist halt immer so ein Problem, wenn du so ein Team hast, was nie komplett auf High Worst or Low Speed Tier funktioniert. Und das ist bei uns der Fall, sondern so in der Mitte und sich immer positionieren muss, dass du häufig ein Problem bekommst, weil du dich halt in den Speed War begibst. Also wir gucken mal. Wenn wir das jetzt gewinnen, machen wir nochmal eine Runde. Wenn nee, dann nee. Aber ich kann es nicht einschätzen. Wir gucken mal. Ilko. Auch wieder Draco Zolt, wahrscheinlich wieder Coil-Milotic, habe ich keine Lust drauf. Flappe könnte hier gut sein mit Sucker Punch. Also Uran ist ja eh gut. Helipo ist ja auch gut. Ziemlich. Ich frage mich bloß gerade, wie viel ich mit einem... Also die ist ja auch gar nicht mehr schlecht. Der Tailwind würde halt problematisch sein, denke ich. Puh, schwierig, du. Ich lieg mal Klops mit... Ich klammer Durant Pull. Oder Draco Zolt. Pull klammer Draco Zolt. Ich brauche auf Flapple. Naja, der kann schon was machen. Nehmen wir mit. Und wir nehmen Durant, weil wir Triple. Wollen wir Triple Hustle spielen? Ja, wir wollen. It's time. Pelipper hatte ja an sich auch kein schlechtes Matchup, aber ich habe zu viel Angst vor dem Scarfbrook-Week. Kann halt kommen. Weiß man aber nicht. Ich muss halt tatsächlich die Items mir schnüffeln. Channel mehr Hunsicott. Nie so überraschend, ehrlich gesagt. Weil er wahrscheinlich mit einem Durant-Lead gerechnet hat. Was hat er denn? Sash bestimmt. Jack-Button und Sash, okay. So, dann ein Trick Room oder sowas? Oder im Prison? Wahrscheinlich im Prison, ne? Ich pull jetzt mal das. Und zwar nur aus dem Grund. Weil ich den Jack-Button, also weil ich nicht weiß, was er jetzt macht. Ich will halt einfach mal scouten, was er jetzt tut. Und ich will den Will-O-Wisp im Zweifel auf Dustlops abfangen. Kann er ja doch klein im Prison. Okay, das ist auf jeden Fall nie Whimsicott. oh shit. Fuck, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wobei, der Sword ist auch was Chandelier, ne? Mit Fake Tears. Okay, was kommt jetzt? Tailwind? Okay, I dig that. Taunt Whimsicott, finde ich gut. Finde ich gut. Not gonna lie. Das Gute ist aber, wir können es jetzt komplett an uns reißen eigentlich. Ja. Hey, wir können es doch durch.
Warum können wir nur Helping Hand drücken? Achso. Manchmal muss man mal nachdenken können, ne? Ich bin tatsächlich jetzt aber nicht sicher, wie das Beat-Shielding ist, weil es ist die Frage, ob das ein Max... Max Attack, Max... Channel ist wahrscheinlich, aber... Fake Tears? Oder nochmal Taunt? Ich glaube, es kommt nochmal der Taunt auf ein anderes Bild, oder? Nochmal Taunt? Failed, okay. Max Phantasm gegen den Klops. Killt das? Killt knapp nicht. Das Problem ist halt, dass wir Gravity brauchen. Das ist halt echt ein Problem. So, Max Quake bringt zumindest auf den Sash. Und erhöht unser Bad Staff. Bin ich ganz okay. Das ist für Draco Zoll super. Die Frage, was mache ich jetzt mit dem Draco Zolt? Mit dem Dustlops. Eigentlich brauche ich das für später. Die Frage ist, ob der den Max Phantasm nochmal pullen will. Vielleicht. Bin gespannt, ob er jetzt auf den 1-Slot Fatius und Max Phantasm macht. Das Ding ist, der Max Phantasm auf Lego 2 würde mich nicht so stören. Ich will halt eigentlich das Slot noch behalten für die Gravity. Okay, dann hat der Max Aspie mir jetzt so nichts gebracht, so ziemlich. Okay. Ja, macht halt nichts mehr, so ziemlich. So, jetzt haben wir Max Airstream gemacht. Ja, Death Drop ist halt ein bisschen blöd. Aber ist okay. So. Gucken wir uns auf an, was er noch dabei hat, ne? Ob das für uns gut oder schlecht ist. Dass wir jetzt auf plus 1 de facto sind. Beat. Taunt of Draco Zolt vorbei. Yes! Ich kann wieder irgendwelche Spezialattacken, irgendwelche Status Moves pullen. So, Draco Zolt. Da kannst du aber nicht mehr Dynamaxen. Das ist ein Vorteil. Ich gehe einfach raus in Durant. Mit Dustlops. Und drück hier den Max Wurmwind. Right? Ja. Naja, der ist schon schneller, aber ich schätze irgendwie entweder ist das ein Scarf Draco Zeug, was ich aber nicht glaube bei dem Tailwind. Oder eine Antibäre oder eine Assault Vest. Ich hoffe das nicht, dass es eine Weakness Policy ist. Dann habe ich ein Problem. Aber ich denke, mein Play jetzt tatsächlich das mit einem Max Worm anzugreifen ist gut. Und ich hoffe einfach, dass du Rand jetzt lebt. Was auch immer jetzt in das Ding reingeböllert bekommt. Ja, taunte mich doch, mir doch egal. Ben Claw. Okay. Eieieiei, macht halt Schaden, ne? Nicht dein Ernst. Wollen wir dem Gegner. Weil, wenn es. Meine Connection wäre, wäre das bitter. Weil jetzt hätte ich safe gewonnen. Und Crit. Hat er gemattert? Wahrscheinlich. Weil Hustle Boost gibt es halt nicht mehr, weil er schon sich bewegt hat. Schade. War es von meinem Gegner? Schade für ihn. Also ich, allerdings muss man sagen, das hätte ich denke ich auch so gewonnen. Das muss man mal klar so sagen. Ja, insofern, mit dem Sieg beenden wir jetzt mal die Episode. Und ich sag so, schön salzig bleiben. Und bis zum nächsten Mal, der Rex ist raus. Match.